qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La politique, er ist derjenige, der sich in Aufsätzen dazu äußert, dass ein Teil seiner Nachbarländer eigentlich Teil von seinem Land sind und in der Ukraine zur Tat geschritten ist, sich ein Stück Land zu erobern. Das ist etwas, was Imperialismus ist und auch nicht anders bezeichnet werden kann.